kommen gar nicht mehr so frustrierende Missionen. $5.921. Ich habe das alles viel schwerer in Erinnerung. Naja, ist auch schon wieder eine Weile her. Letzte Mission vom Harbor. Ich muss in den Kontrollraum vom Schiff. Einfach nur die Tür eintreten. Das könnte jetzt ein bisschen nervig werden. Ich hab's noch ungefähr im Kopf. Ja, da muss ich hin. Also, da ist Kane. Agent 999 ist irgendwo... Keine Ahnung, irgendwo. So, Kane, lass mal mehr Ruhe. Ich renne nämlich gleich hoch. Ah, da ist er. Der blockt. Stimmt, eine Rebound-Attacke kann man ja auch machen. Ganz vergessen. Die sind zu nah. Ja, mach ich auch nur kaputt. Ich brauch auf jeden Fall ein Special. So viel Schiff fest. Ohne Special wird's ein bisschen schwieriger. Au. Ah, komm, den einen treffe ich, jawohl. Ja, ich muss nur die Tür kaputt machen. Dabei nicht in die Luft schlagen. Au. Weg. Ja, jetzt sind die anderen wieder da. Ja, und nicht vergessen, Kane ist auch da. Schön. So, ein Bulldog nach dem anderen. Und ich hab ein Special. Ja, genau, spring gleich gegen die Tür. Au. Schön. Hab nur noch gute 7 Minuten. Weg. Au. Und spring auch noch voll vorbei. Ich schaue auch den völlig falschen an. Dankeschön. Das war jetzt echt random. Der hätte mir gar nicht helfen müssen, aber okay, danke. So, jetzt haben wir alle Missionen abgeschlossen.
Jetzt gibt es noch eins zu tun. Ach ja, 6.863 Dollar. Genau, Harbor können wir jetzt zocken in der Exhibition Mode. Okay. Ja, und den Boss, Agent 909. Können wir auswählen. WrestleMania 19 Halle. Müssen wir Vince McMahon besiegen. I guess you came here to collect the rest of your money. Well, you must not have read the fine print of that contract you signed. See, you don't get paid until you win the main event at my WrestleMania. That's right. You are signed up to face Vince McMahon at my WrestleMania. Now go out there and get your revenge and make my pay-per-view a success. This event will make me the most powerful McMahon in this industry. Ja, auf den Moment hat man gewartet. Jetzt können wir es endlich heimzahlen. 15 Minuten haben wir Zeit. Ja, und das erste und einzige richtige Wrestling-Match in dem Let's Play. Aber ich glaube, so schwer ist Vince gar nicht. Ja, das kriegen wir schon gebacken. Ich muss sofort ein Special einsetzen, sobald ich einen hab. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Genau. Nein! Mach doch nur ein Small Package, hey. Aber... Au. Der hätte mir den nicht schwächen können. Von dem her... wäre es niemals ein Three Count geworden. Der Referee ist auch lustig in den Gamecube-Spielen. Und Vince blutet. Wenn man No-Disqualification-Match macht und ein Referee zu oft schlägt, dann schlägt er zurück. Oder hat einen Stunner als Finisher. Das ist ganz witzig. Ja. Möchte mich nicht disqualifizieren lassen.
es wäre richtig demütigend für Vince, wenn man ihn bei WrestleMania halt besiegt. Seine Kreation. Undertaker und Vince McMahon hatten ja auch mal ein Buried Alive Match 2003. Da hat er dann verloren, weil Kane eingegriffen hat. Und bei WrestleMania 20 ist er dann als Deadman Undertaker zurückgekehrt. Und das tat gut. Willst du nicht sagen, dass ich ihn jetzt dann gleich besiegen kann mit einem Last Ride? Ja, mach mal einen Sack zu. Oh! Er wehrt sich. Jetzt nicht mehr. Last Ride für Vince. Und jetzt darf ich endlich mal pinnen. Nur schon, dass er nicht in den Seilen ist. Das müsste gewesen sein. 2 und 3. Hat sie auch noch gekriegt, was sie verdient. Ja, und das war WrestleMania 19. Also wie ich schon gesagt habe, ich werde auf jeden Fall von Death Reckoning 1 und 2 auch ein Let's Play machen. Aber ich sag mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder.